Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir sind seit einiger Zeit dabei, uns die CSS-Befehle anzusehen, also die optische Darstellung von HTML-Dokumenten auf dem Bildschirm. Und diesmal zeige ich euch, wie man sich einen Rahmen setzt um Elemente. Und dieser Befehl, den ich euch gleich zeige, der gilt im Prinzip für alle, also fast alle Elemente. Das heißt, egal was ihr dort habt an HTML-Elementen, ihr könnt als Attribut, als Style-Attribut einen Rahmen setzen. So, das führt uns dann später dazu, nachdem ich euch einiges gezeigt habe, dass ich euch das sogenannte Box-Modell von CSS oder von der Darstellung erkläre. Aber vorher schauen wir uns das erstmal an, was das jetzt so alles machen kann. So, und diesmal zeige ich euch zwei Attribute, nämlich einmal Border Style und Border Width. Und ja, am besten, ich zeige es euch jetzt erstmal. So, ich gehe in mein HTML-Dokument rein, was wir das letzte Mal so gelassen haben. Ich lösche mal wieder die ganzen Leerzeilen raus. Und alles andere kann ich eigentlich stehen lassen. So, die Klasse Fett, da wird schon ein Style zugewiesen. Und da gehe ich jetzt gleich mal rein, hier oben in die Klasse Fett. Und sage, okay, ich schreibe mir jetzt mal da meine beiden fraglichen Befehle rein. Nämlich einmal Border Width ist gleich, und nehmen wir mal 3 Pixel breit. So, wenn ich das jetzt so lasse, ich zeige euch mal, was passiert. Ich möchte einen Rahmen um diesen Absatz haben und ich zeige euch mal, was passiert. Hier, das wäre der Absatz, um den ich einen Rahmen haben möchte. Und es passiert gar nichts. Warum? Weil ich noch nicht dem Browser gesagt habe, wie er die Linie darstellen soll, mit welchem Stil er sie darstellen soll. Und der einfachste Stil ist Solid. Das wird so angegeben. Das heißt, es ist eine durchgezogene Linie. So. Und wenn ich jetzt draufklicke, dann macht er mir hier eine schwarze Linie um diesen Absatz herum. Die ist 3 Pixel dick und eben durchgezogen. So, dass sich die Breite verändern kann, ist klar. Uns interessiert mehr, was kann ich mit dem Style noch alles anfangen. Und ich kann zum Beispiel eingeben Dotted für gepunktet. Das sieht dann so aus. Also macht mir jetzt hier eine gepunktete Linie drumherum. Oder ich kann eingeben Dashed für unterbrochen oder gestrichelt. Und wenn ich das jetzt eingebe, dann sieht das Ganze so aus. Oder ich kann eingeben für eine doppelt gezogene Linie Double. Dann sieht das Ganze so aus. Dann kann ich zum Beispiel eingeben Groove. Und das gibt jetzt so einen 3D-Effekt. Moment, wo habe ich es? Ah, wo ist mein Browser hin? Also, so als wäre das so ein bisschen eingesenkt. Das ist zum Beispiel für Knöpfe ganz besonders schön. Also, wenn man mit einer Maus hier drüber fahren würde, könnte man sagen, setzt das auf Groove. Und dann hat man den Eindruck, dass das eben nach unten versenkt wird. Ich mache mal den Rand ein bisschen breiter. Na, ein bisschen ist gut. Ich mache den dreimal so breit, damit wir es besser sehen. So,
jetzt seht ihr das besser. Naja, also vielleicht verschwindet jetzt der Effekt, weil es zu breit ist. Gut, aber schauen wir mal. Dann gäbe es zum Beispiel diesen Befehl rich. Das sieht dann so aus, dass es umgedreht, so dass das so ein bisschen erhaben erscheint. Dann gibt es, bin gleich fertig, aber ich denke, es ist natürlich inset, den Befehl gibt es. Ich denke, es ist ganz interessant, sich mal die ganzen Sachen anzusehen, wie die aussehen. So, jetzt hat es so einen Schattenentwurf auf der einen Seite und ist lichthell auf der anderen Seite. Und dann gibt es das Ganze auch noch umgedreht, nämlich outset. Und das sieht dann so aus. Also ist genau umgedreht. Gut. Dann gibt es noch, das ist manchmal wichtig, wenn man die Linie nicht setzen möchte, weil man sowieso schon eine Linie drumherum hat, dann gibt es noch den Befehl hidden, versteckt. Und da verschwindet dann die Rahmenlinie. So. Das ist aber nur für die Darstellungen, wenn das sowieso schon um einen anderen oder wenn ein anderer Außenlinie drumherum ist. Und wenn man sagt, das möchte ich jetzt nicht haben, in diesem Fall. Oder, und das ist das Letzte, ich kann auch eingeben, none, keiner. So. Gut, das war's erstmal. So, ihr könnt also ganz viele verschiedene Sachen benutzen. Im nächsten Video zeige ich euch dann noch, wie ihr die Farbe verändern könnt. Und aber ich denke, es ist jetzt erstmal genug für dieses Video. Ihr könnt mal ein bisschen ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder.